sei k eine reelle Zahl. In einem Tetraeder ABCD gilt, der Vektor AM ist k mal Vektor AB. Der Vektor AN, das ist k mal Vektor AD. Der Vektor CP, das ist k mal Vektor CB. Und der Vektor CQ, das ist k mal Vektor CD. Hier können wir die Zahl k einstellen. Wir sollen beweisen, dass M, N, P und Q ein Parallelogramm bilden. Dazu starten wir mit dem Vektor MN, diesen Vektor MN und zerlegen den durch die Formel von Schal über den Punkt A. Das heißt, wir schreiben MN in die Form AN minus AM. Aber der Vektor AN kann durch die Hypothese ersetzt werden durch K mal AD. Und der Vektor AM kann durch die Hypothese ersetzt werden durch K mal AB. Also so. Hier klammern wir die Zahl K aus und zwischen Klammern wenden wir wieder die Formel von Schal an, denn Vektor AD minus Vektor AB, derselbe Ursprung, das ergibt Vektor BD. Wir könnten jetzt genauso vorgehen, um zu beweisen, dass der Vektor PQ auch den Vektor K mal BD ergibt. Das heißt, man könnte genau dasselbe von vorne anfangen, dieses Mal mit dem Vektor PQ und man geht über den Punkt C. Oder wir gehen ab hier rückwärts, aber über den Punkt C. Was bedeutet, wir zerlegen den Vektor BD durch die Formel von Schal in Vektor CD minus Vektor CB, verteilen das K so. Wir wissen aber, dass k mal Vektor CD, das steht da, k mal Vektor CD gleich Vektor CQ ist, das steht in der Hypothese. Und wir wissen auch, dass k mal Vektor CB, da, dasselbe ist wie Vektor CP. Also dürfen wir dementsprechend ersetzen. Und hier wenden wir wieder die Formel von Schal an, die besagt, dass Vektor CQ minus Vektor CP genau der Vektor PQ ist. Somit haben wir also bewiesen, dass der Vektor MN genau derselbe ist wie der Vektor PQ. Und daraus können wir durch die Definition eines Vektors schließen, dass das Viereck MNQP ein Parallelogramm ist. Und der Auftrag ist erledigt.